Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Alpenmap und ihr seht es, es schneit, denn wir sind im Januar. Neumini-Brunn ist unser Projekt und jetzt wird es mal Zeit, ein bisschen Kohle zu machen. Denn im Januar, Dezember, Januar können wir ein bisschen Material verkaufen und das soll heute das Thema der heutigen Folge sein. Lass uns mal ganz kurz reinschauen. Wir haben hier Gerste und Gerste zeigt eigentlich an, Januar bester Preis, ist aber auch schon wieder am Fallen. Deswegen sollten wir da auf jeden Fall loslegen und die Sachen wegbringen. Soja kommt ja erst im Juli, August. Dann haben wir aber jede Menge Milch auch schon bereits hier auf Lager. Und da sollten wir auch langsam loslegen, denn sonst laufen wir da anscheinend auch Gefahr, dass die Preise fallen. Also ob das alles so genau stimmt. So, und dann haben wir noch ein drittes. Und zwar würde ich gerne, ja, wie gesagt, den Salat auch wegbringen. 2000 im Februar angeblich. Hier haben wir aber auch bei der Pizzeria schon 2000 und im Restaurant. Allerdings, wir schauen hier mal, es sind 5 Paletten. Allzu viel wird das jetzt auch nicht bringen. Aber ich denke doch 5000 und das ist in unserer Situation jetzt auch nicht so wenig. Und da ist ja hier jetzt gerade vom Schnee her, ja, nicht ganz so einfach ist mit der Fahrerei, bringen wir das hier rüber zum Supermarkt. Das heißt also jetzt keinen so langen Weg. Denn wir haben jetzt keinen Tieflader oder irgendwas, Anhänger, wo wir das Ganze jetzt draufstapeln. Deswegen möchte ich da auch keinen so großen weiten Weg fahren. Wir werden es einfach mit der Palettengabel draufbringen und dann zum Supermarkt. Jo, hier ist unser Waltra und da haben wir auch schon die Palettengabel. Und dann legen wir mal los und wollen mal schauen, dass wir heute ein bisschen Geld verdienen. So. Dann bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert. Hier habe ich ja schon mal ein bisschen was vorgestapelt, einfach aus Platzgründen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das hier alles ordnungsgemäß funktioniert. Oder hier, ob wir hier wieder ein kleines Ballen, beziehungsweise nicht Ballen, hier eine Palettentänzchen hier. Oh je, ich sehe es schon. Es fängt schon an hier zu wackeln. Deswegen werdet ihr sicher verstehen, dass wir hier keine allzu großen Wege fahren wollen. Aber das Material muss weg. So. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und nicht, dass mir hier einer aus dem Verkehr, aus dem KI-Verkehr drauf fährt. So. Ja, und um die Milch wegzubringen, müssen wir ja auf jeden Fall noch einen Anhänger kaufen. Einen Tanklaster, beziehungsweise Tanklaster. Ein Fass. Denn unser Fass kann ja nur Wasser laden. So, was bringt es? Knapp 2000, wie erwartet. So, komme ich da rum? Ja, das reicht gerade. Jupp. Dann wollen wir die anderen Salatpaletten auch wegbringen. Immer ein bisschen Auge auf den Verkehr. Ganz, ganz wichtig hier. So, und an der Stelle darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Wieder einige Abonnenten hier haben den Weg zu mir gefunden, haben ihr Abo dagelassen. Freut mich sehr, unterstützt mich. Super, super, super. Ich danke euch. Und natürlich gerne auch ein Däumchen. So, oder auch gerne einen Kommentar mal schreiben, würde mich sehr, sehr freuen. So, da werden wir jetzt gar nicht, oh ja, er rutscht. Da werden wir jetzt gar nicht so sehr stapeln, sondern einfach mal die Paletten so wegbringen. So, kommt was? Nein. So, der biegt ab. Aber dann sind wir auch schon aus der Schusslinie. So, aber hier wird ja der Salat zum Glück angenommen. Ne? Yep. Ja, 986, also 1000. Das heißt, dann bringen uns die 5 Paletten 5000. Und dann können wir auf jeden Fall mal schauen, was wir für ein
Gefährt uns besorgen, um die Milch als nächstes wegzubringen. Ja, und wenn wir dann noch ein bisschen was übrig haben an Geld, und das hoffe ich doch stark, dann würde ich gerne nochmal, ja, schauen wir mal, 5 Kühe dazu kaufen, damit wir auf jeden Fall die Milchproduktion steigern können. So. Wunderbar. So, da drüben steht ein Schneemann. So. Noch eine Palette und dann ist der Salat erstmal weg. Ups, ja, okay. Dann fahren wir hier im Kreis und schauen mal, dass wir da nicht nur irgendwo hängen bleiben. So geht's. So. Fußgänger. Jetzt möchte ich gerade mal kurz schauen, wenn wir die Palette hier aufgenommen haben. Gibt es eigentlich Aufträge, Winteraufträge? Nein, keine Lohndienstleistungen möglich zurzeit. So, in der Zwischenzeit habe ich ja auch noch einige Lohndienstleistungen gemacht. Es gab noch 3 Felder zu grubbern und das habe ich abgearbeitet. Na, hat sich da gerade was bewegt auf der Gabel? Nein. Und es hat uns dann auch noch mal knapp 5000 Euro aufs Konto gebracht. So, Madame, Dankeschön. Ups. Am Bordstein hängen geblieben. Teufel, Teufel. So, wir machen das gerade noch anders. Machen wir rückwärts. Hätten wir jetzt das mit den Paletten. Und am Schluss war es dann doch einfacher als gedacht. Ich hatte schon meine Befürchtungen, dass es Probleme gibt. Weil, wie gesagt, die eine Palette hat ja ein bisschen schon wieder gezuppelt. Und wenn ich was überhaupt nicht mag, sind es Paletten, die durch die Luft fliegen. Oder der Trecker gleich mit. So, wir bringen den hier jetzt ins unter das Schleppdach. Und da werden wir mit dem Lamborghini, werden wir dann mal zum Shop fahren und uns anschauen, was wir für Möglichkeiten haben, um unsere Milch wegzubringen. So. Jupp. So, und ab die Post. Ja, links kommt was. So, das wird übrigens noch den ganzen Tag schneien. Also da wird heute keine Sonne mehr rauskommen. Aber zum Glück sind ja die Hauptstraßen hier geräumt. Und dann können wir eben auch mit 60 hier langfahren. So, da müssen wir dann auch mal schauen, weil genau weiß ich gar nicht, wo zum Beispiel die Molkerei und die Bäckerei, das sind ja so die Klassiker, wo die Milch hin muss. Und zur Bäckerei können wir es ja auch bringen, weil wir ja die noch nicht gekauft haben. Das heißt, dann können wir dann direkt dort verkaufen. Ansonsten würde das ja als Produktion reinlaufen und dann müssten wir die Milch verarbeiten. Aber im Moment haben wir ja da überall noch alle Möglichkeiten. So, hier geht's rechts rein zum Shop. Sehr gut. Auch hier ist ordentlich geräumt. Wunderbar. So, stimmt.
muss man ja dahin. Dann schauen wir mal, was uns der Shop bringt. Einmal hier runter, um zu schauen. Oh ja, der Volvo. Wenn wir jetzt Forstwirtschaft machen würden, aber das tun wir hier jetzt noch nicht. Das ist eine Option für später einmal. Dann wäre natürlich hier dieser Volvo jetzt der 136. Nein, das sind wir mit denen, den wir haben, schon gut bedient. Okay, also, wo müssen wir hin? Wir müssen zur... stopp. Wir wollen ja kaufen. So, wir müssen zur Tierhaltung. Und das schauen wir mal. Diese Fässer sind nur für Wasser. Das haben wir auch nur für Wasser. Hier könnten wir Milch und alles reinmachen. Aber 25.000 jetzt. 8.000 Liter. So. Nee. Das wird mal später interessanter. Aber ich weiß, dass wir ganz, ganz hinten noch einen Mod haben. Von Lizard. Und da können wir 10.000 Liter und können eigentlich sämtliche Flüssigkeiten damit transportieren. Und das, denke ich, das werden wir auch nehmen. Zumindest mal für den Anfang bei dem Kontostand, den wir jetzt haben, sollte das hier passen. So, brauchen wir ein Reserverad? Sieht optisch jedenfalls besser aus. Und das Ganze werden wir von der Farbe her ein bisschen in beige machen. Dann sieht es ein bisschen eben nach Milchtransporter aus. Okay, kaufen. Den nehmen wir. So, ups. Habe ich den Motor laufen lassen. So. Da steht das gute Stück. 10.000 passen rein. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz schauen. Wie viel haben wir? Wir haben 14.000, 18. Nee, das ist das Stroh. 14.000. Okay, und wo können wir es hinbringen? Bäckerei, Molkerei, Supermarkt. Bester Preis wäre zurzeit die Molkerei. Okay. Ja, dann sind das 14.000. So. Dann gehen wir mal zum Nebeneingang raus. So, kann es sein, dass im Winter auch weniger Verkehr ist? Kommt mir gerade so vor, als wenn nicht ganz so viele Autos unterwegs wären oder sind wie sonst. Naja gut, kann uns ja nur recht sein. So, hier lang. Und dann schauen wir mal, wo die Molkerei ist. Aber ich habe so eine ungefähre Ahnung. Die müsste irgendwo am Berg sein. Naja, gut, das ist jetzt wieder eine Aussage. Ich meine, wir befinden uns in den Alpen und eigentlich ist immer irgendwie alles am Berg. Aber auf jeden Fall praktisch rechts von uns. Dort müsste eigentlich irgendwo sich die Molkerei befinden. Aber wir gucken gleich mal auf der Karte nach. So, und dann fahren wir hier links rein. Ah ja, bis hierhin geräumt und da nicht. Sehr schön. So, Molkerei bzw. Kuhstall. Und ich glaube, hier nehmen wir ja die Milch auf. So. Jep. Oh ja, das geht zügig. Sehr schön. 10.000. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Molkerei, Molkerei, Molkerei. Getreidemühle. Da ist die Molkerei. Jep. Gut, hier rum. Passt. Also, dann schauen wir mal. So. Dann erstmal wieder rechts. Rechts, links ist frei. So. Und links. Sehr gut, hier geht's links hoch. So, und hier rechts, das müsste ja jetzt die Molkerei sein. Einmal rum.
So, und einmal abladen. Sehr schön. $14.086 plus den Bonus, also 15.000 bringt uns das. Jetzt haben wir praktisch nochmal etwas knapp weniger als 5.000 im Silo. Ja, dann würde ich doch sagen, dann fahren wir gerade nochmal. Denn wir können jetzt wirklich jeden Euro gebrauchen. Wenn wir dann im nächsten Jahr, nee, wir sind ja schon im nächsten Jahr, wenn wir dann im Frühling und im Sommer, weil wir müssen ja doch einiges noch an Feldarbeit machen, und schauen wir mal, denn wie gesagt, auch Tiere möchte ich noch kaufen, dass wir da auf jeden Fall auch vorwärts kommen. So, das ist ja zum Glück eine Map der kurzen Wege. Nicht so wie unser anderes Projekt Neubartelshagen, unser Big Farm Projekt. Da ist dann schon mal der ein oder andere Weg etwas länger. So. Und da versuchen wir ja auch bei diesem Projekt Big Farm auch vor allen Dingen viel mit dem Helfer zu fahren. Und das funktioniert ja bis jetzt ganz, ganz gut. Nicht immer perfekt, aber zufriedenstellend, würde ich sagen. So, da kommt von rechts normalerweise nichts. Aber hier kommt was. So, einfädeln und dann nochmal zur Molkerei. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Getreide verkauft bekommen. Und dann sollten wir vielleicht irgendwie so bei 60.000, 70.000 irgendwo landen. Und dann lässt sich damit auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen was machen. So. Schauen wir mal ganz, ganz kurz. So. Milch ist leer. Gerste haben wir 32.000. Getreidemühle oder Bauernmarkt? Getreidemühle ist direkt, glaube ich, hinter uns. Kann das sein? Ja. Wir markieren mal. Ja, und da hinten ist der grüne, die grüne Säule. Also da ist die Getreidemühle. So, hier auf der Strecke hat es, glaube ich, wenig Verkehr. Wir mal wieder die Rundumkennleuchte an, wenn wir hier uns auf öffentlichen Straßen bewegen. So, jetzt müssen wir noch ein Plätzchen finden für unser Fass. Und ich überlege gerade, haben wir da hinten genügend Platz? Ja, wir könnten sie eigentlich ja auch. Ups, kommen wir da noch rum? Ja. So, dann stellen wir es doch erstmal dahin. Da stört es nicht, denn Mist haben wir sowieso noch nicht. Oder brauchen wir nicht. Zack. So, da kommen wir rum. Und dann holen wir mal unseren Anhänger. Gut. Sehr schön. Gerste, einmal Gerste bitte. So, wie viel passt nochmal in den Hänger? 18.000? Jep. So.
Ah ja, und wir haben ja eingestellt, dass wir ja nach Gewicht gehen, deswegen auch nur 98%. So, jetzt schauen wir noch mal. Also, 6,59 Bauernmarkt. Ja, dann bringen wir es doch lieber zum Bauernmarkt. So, jupp. Und der Bauernmarkt, der müsste ja beim Shop sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. So, links ist frei. Sehr gut. Ach was, Blinker geht noch. Jep, Blinker geht noch. Dann machen wir mal aus. Ja, dann will ich mal schauen. Ich hätte nämlich gerne noch eine zweite Wiese gekauft, dass wir da auf jeden Fall auch mehr in den Bereich Silage gehen können. Grassilage. Da müssen wir mal schauen, wo wir dann also hier am Ende landen und ob es dann für irgendwo nochmal für eine Wiese reicht. Ansonsten würde ich eventuell nach einer Ernte oder nach der Ernte eine unserer beiden anderen Felder dann eventuell dann danach eben Gras ansehen wollen. Ja, aber wie gesagt, schauen wir mal, was uns das Jahr bringt. Denn der große Vorteil ist ja definitiv bei Gras, dass man mindestens zweimal ernten kann. Und da könnten wir natürlich auch schon einiges machen mit... Ups, jetzt habe ich mich auch ein bisschen verquatscht. Ja, fahren wir mal hier um den Block rum. Dass wir natürlich dann kräftig mit Grassilage erstmal vorwärts kommen, hoffe ich. So, hier fahren wir einmal rum. Ja, man soll halt nicht fahren und quatschen gleichzeitig. So. Da oben sind wir die Heißluftballons und das bei dem Wetter. Naja. So, Bauernmarkt müsste ja der hier sein. Dann geht's hier rein. Und dann laden wir ab und schauen mal, was uns das Ganze bringt. So, muss man einmal ein bisschen aufpassen, glaube ich, hier, oder? Augenblick. Nicht, dass er oben dann wieder anstößt. Kollision hat die Decke. Nee, das passt mit diesem Anhänger. Gut. 12.000, 13.000, wir sind bei 65.000. Okay. So, dann würde ich doch an der Stelle sagen, ups, bevor ich hier noch irgendwo dagegen fahre, dass es auch für heute wieder mal sein sollte für die Folge. Ich darf mich, wie gesagt, recht herzlich bei euch bedanken. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge hier wieder einschaltet. Bis dahin sage ich wie immer, euer Baden-Farmer. Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.